Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme zu Warworld. Denn jetzt ist das DLC herausgekommen. Ich klinge wie ein Idiot. Aber nein, ja, der DLC Deep Red ist erschienen heute. Ich habe sogar fast verpeilt. Es ist schon 21.14 Uhr, bevor ich jetzt angefangen habe zu spielen. Ja. Spiel 1. Ich habe, glaube ich, nicht genug, um mir irgendeins meiner Upgrades zu holen, die ich mir haben wollen würde, hole. Aber ich habe ja noch ganz einen anderen Kram noch übrig. Also DLC spielen. Mein Opa hat sein ganzes Leben damit verbracht, den Rand der Mauer zu suchen, aber die Suche hat ihn gebrochen. Und als ich sein Spider erbte, wurde ich allmählich selbst von ihm besessen, ohne es zu merken. Ich weiß aber noch nicht, warum da 37 auf der Spider steht. Irgendwann dachte ich, ich hätte es geschafft. Aber es stellte sich heraus, dass ich mich um den falschen Preis beworben hatte. Wir erinnern uns, ich habe das große Tentakelmonstrum mit dem Kern weggesprengt, nur um festzustellen, dass oben die Wand nicht wirklich geendet hat, sondern eigentlich mehr ein Loch in der Wand war, das so groß war, dass ich Spider das Ding nicht erklimmen konnte. Aber das Dorf war von meinem Fund begeistert. Wir haben schon seit mehreren hundert Jahren keine Kerne mehr finden können. Und mit seiner Hilfe kann ich jenseits des Grabens gehen, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist. Und vielleicht finde ich dort die Antwort. Wie ihr sehen könnt, die Brücke wird gebaut. Wie auch immer sie den Kran da oben gekriegt haben. Das ist halt diese Lücke in der Mauer, die man nicht erklimmen konnte damals. Das war halt einfach das oberste Ende. Und dann, es war klar, da kommt noch irgendwie mehr. Aber da kommt man nicht hin. Irgendwas hat hier ein riesiges Stück rausgebrochen, wo ich hochgeklettert bin. Nicht, dass es diese ganze Mauer auf weiter Fläche noch irgendwie anders Möglichkeiten gegeben hätte. Aber nein, das ist ja nur ein zweidimensionales Spiel. Also von daher muss man das machen. Und vielleicht finden wir dort die Antworten. Deep Threat. Wo es offensichtlich eine feindliche Spider gibt, die mich angreift. Da müssen wir mal klar Schiff machen. Und es deutet irgendwie an, dass man auch die Spider verlassen kann außerhalb. Ich hoffe, ich muss nicht alle meine Upgrades neu kaufen. Spiel lädt. Vielleicht ändern sich auch das ganze Gameplay. Neue Waffen soll es, glaube ich, auch geben. Neue Upgrades. Mal gucken. Ich meine, die Idee mit dieser Wall wird. So was Ähnliches hatte ich selbst schon als Idee gehabt, aber die haben das echt cool umgesetzt. Und dass es halt von innen heraus irgendwie noch irgendwas gibt in der Mauer. Ich meine, die Mauer trennt ja wohl irgendwas von irgendwas anderem. Daraus haben wir das große Tentakelvieh gehabt. Alter, wie lange lädt der denn? Und wie gesagt, wir haben halt immer noch, irgendwo gab es halt immer Spuren, dass innen noch wohl irgendwas anderes ist und vielleicht noch eine ganze Zivilisation in der Mauer lebt. Höhlenmenschen. Ich habe den DLC doch verfickt nochmal runtergeladen. Wieso braucht der jetzt so Ewigkeiten zum Laden? Och Mann. Ich meine, das Spiel hat schon eine halbe Ewigkeit gebraucht, um die Cloud von der Cloud heraus nach Updates zu farmen und so ein Kram. Ach, komm schon. Ich will doch die andere Spider von der Mauer treten, komm schon. Ich unterbreche die Aufnahme so lange. Hat gepasst. Und hat die Brücke standgehalten? Ja, ich bin schon auf der anderen Seite des Grabens. Wie geht's dir? Hast du keine Angst, hier allein zu stehen?
Ach, so witzig, ich habe jetzt einen ganzen Kern zur Hand. Sie hat also den Kern übernommen. Und die Brücke ist das Harmloseste, was ich ihm antun kann. Woher weißt du so viel darüber? Ich bin ein Technikmädel. Und das bedeutet? Richtig! Ich erwarte, dass du mir neue technische Wunderwerke bringst. Okay. Ist das, was wir im Kern gefunden haben, nicht genug für dich? Meinst du, das reicht? Nun, es gibt ja immer Raum zum Wachsen, ja. So. Wir haben eine Mauer hinter mir, die offensichtlich verhindern soll, dass ich über die Brücke nach unten gehe, wo ich schon mal war. Wir haben offensichtlich ein Eisgebiet hier gefunden. Was hatte ich hier nochmal an Fähigkeiten? Tatsächlich, ich habe meine Upgrades alle noch. Wundergeil. Ich weiß zwar nicht mehr, was was ist. Kampfkommando, verpasst den Gegner Stromstöße, sodass sie sich gegenseitig schocken. Aha, ja. Mine betreten. Mein Timer ist auf 20 Minuten. Das heißt, es gibt ein neues großes Tentakelvieh oder irgendwas anderes, was mir auf den Sack geht. Oh, das ist angenehm. Ich muss nicht erst den ganzen Scheiß nochmal neu machen. Alter, das hätte mich jetzt so zerfickt. Ach ja, meine Spider emuliert ja auch noch so einen Sound, mit dem sie Felsen bricht. Okay, bloß schnell jetzt erstmal Material zur Spider schaffen und gucken, was wir machen können. Das eine Material scheint ein neues zu sein, dieses Gold. Stimmt, da gab es ja auch diese... Ah, scheiße. Module, die ich ja irgendwie mitschleppen kann, die mir solche Boni bringen. Okay, du bist ja handelsübliches Strandgut. Erstmal wieder Kontrollen lernen. Ich habe mich gerade versehentlich von der Anlage gelöst. Warte mal, es gab doch irgendwie so einen Boost, den man hatte, oder? Ach nee, den musste ich glaube ich erst freischalten. Interessante Hinterwandstruktur. Interessanterweise. Ja, Technologie! Vergessen wir nicht, jedes zerstörte Stückchen hier bringt auch diese XP, die ich brauche, um meine Spider aufzurüsten. Ich meine, das ein oder andere Upgrade hatte ich noch nicht, also muss ich noch ein bisschen nachdrücken. Also möglichst lange überleben. Möglichst alle Stufen. Und eventuell schalte ich auch noch die ein oder andere neue Waffe frei oder Technologie, die wir finden könnten. Hoffen wir mal, dass das hier die Drohne oder sowas ist. Dass ich den Schild habe, verdammte Axt nochmal. Das ist ein Kraftfeldschirmreplikator gefunden. Erlaubt es hier Türme mit einem Kraftfeld an den Eingang von unbesetzten Minen zu bauen. Das Feld schützt den Spider vor Geschossen, bis seine Haltbarkeit erschöpft ist. Ich glaube, die Tentakel-Kollegen hier sind neu, oder?
Dieses Mistdrecksvieh hält aber auch einen Scheiß aus, ey. Minuten schon in der Mine. Das ist ein bisschen viel Zeit dafür. Ich hoffe darauf, hier gleich eine Waffe zu finden oder so ein Scheiß. Ich meine, die Minenstrukturen sollten anders sein als im Hauptspiel. Also erwarte ich davon, dass ich hier noch zumindest andere Sachen finden könnte. Nicht unbedingt eine Waffe direkt, aber Tech-Builds oder so ein Scheiß, die man sonst nicht kriegt. Das sieht schon vielversprechend aus. Blaupause gefunden. Missionsverstecker Level 4. Wirkungsbereich plus 25%. Bohreffizient plus 200%. Plus Bewegungsgeschwindigkeit. Der Missionsverstecker ist dieses Ding, was mir diese Welle in den Rücken drückt, glaube ich. Sag mal, war der Plasma-Cutter nicht früher ein bisschen kleiner? Die Kanone war nicht so groß. Upgrades. Was ist das? Magnetische Sensor. Die Kugeln werden zu Gegnern in der Nähe innerhalb einer kurzen Reichweite gezogen. Das ist ja geil. Sprengstoffgehäuse. Seht ihr, guckt eine 30%ige Chance, doppelten Schaden an Gegnern zu verursachen? Leck mich doch am geilsten. Oh ja, das ist super. Lass mir auch echt keine Pausen hier, Miss Viecher. Aber jetzt bin ich vorbereitet. Du hast einen Unterbrechungsgenerator gefunden. Ein tragbarer seismischer Generator. Alle 90 Sekunden produziert das Bein einen tragbaren Generator, der in der Mine platziert werden kann, wo er nach und nach die Blöcke in seiner Reichweite zerstört. Wie fucking geil. Fick sie alle weg. Puh, Alter. Okay, der generiert noch. Kann ich meine explodierenden Kugeln mit Zielsuchenden kombinieren, quasi. Wobei, nee, eins von beiden muss ich erstmal suchen. Moment. Doch, ja, nein. Eins der Upgrades kann ich fahren. Einmal Effizienz-Upgrade reicht schon echt aus, um richtig gut weg zu sein. Das ist schön. Der Seismogenerator ist sehr geil. Ich kann ihn irgendwo tief in der Mine platzieren. Und oh, geil. Seismischer Generator Level 4. Versteckter Generator. Ja, einmal her damit.
Klassiker, der saugende Transporteur. Fast die Hälfte erwischt. Ich muss unbedingt Reparaturmaterialien finden. Oh boy. Nice. Gleich drei Stück in Folge. Kann man Schaden absorbieren, das Kraftfeld. Nice, nice, nice. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst upgraden soll. Hey, der Mine wird immer noch abgebaut. Sehr schön. Ah, scheiße, die Wespenviecher. Schon mal 8 Minuten. Und keine nennenswerten Materialien gefunden bis jetzt. Ja, mit ein bisschen Glück kann ich hier noch eine Technologie finden. Ich sollte vielleicht die anfangen, die Dinger wieder zu scannen. Oh, Technologie gefunden. Ich meine, das ist ein super Start. Ich meine, 3 Technologien gefunden, 3 Baupläne gefunden. Fick mich. Danach wird alles so richtig scheiße werden, glaube ich. Das haben wir doch gefunden. Ja, super, den ganzen guten Kram. Schon. Das muss so eine kleine Höhle sein, wa? Ja. Oh nein, deinetwegen muss ich 100 Quarantänezyklen überstehen.
Mist. Ein Pech. Wir werden einen sinnigen Oberleitplan verkürzt, aber ihre Dauer um 4 Sekunden. Ja, her damit. Nicht zurückhalten mit dem guten Scheiß. Mehr Wirkungsbereich, das ist gut. Abklinggeschwindigkeit. Reparatur Upgrade Nummer 1. Reichweite. Das war ganz hartnäckig. Du bist neu. Der spuckt eine Säure-Fucking-Pfütze auf mich. Ich krieg zu viel, ey. Eine Anomalie? 268 Ressourcen und sie ist groß. Du hast eine Brummkreiseldrohne gefunden. Der Drohne wird von einer Drohne unterstützt, die in einer Nahkampfreichweite angreift, sie ihn hochfliegt und sie durchsägt. Wie fucking geil. Ich habe eine erste Verteidigungs-, eine neue Drohne obendrein. Ja, ich freue mich. Hartnäckiges Material. Würde er behaupten, das ist Sandstein oder so eine Scherze? Shit.
Oh, der Generator ist zerbrochen. Schockkupplung. Wenn mit einer Mine verbunden ist, wird eine Schockwelle ausgelöst, die Schaden versucht und die Gegner in der Nähe zurückstößt. 6 von den Golddingerns brauche ich dafür. Das ist... Neues Material. Oh, fuck, 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 fuck! Ich möchte ja behaupten, das ist unser alter Freund aus dem Hauptspiel. Und er hat neue Tricks gelernt. Zum Beispiel aus meiner... Sein Auge ist total rausgeschnitten. Stattdessen feuert er diesen sauren Eiter auf mich. Du hast eine Menge Neuigkeiten. Ich kann das in deinen Augen sehen. Hm? Hast du auf den Jenseits des Grams gesehen? Angesichts meines mangelnden Vertrauens in deinem... Fuck, ich hab jetzt einmal so oft geklickt. Bei der Geschichte weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Erinnerst du dich an die Horrorgeschichten über die anderen aus unserer Kindheit? Ach, hör doch auf. Ja, ich habe aber doch nichts erklärt. Wenn es gibt eine ganze Menge davon. Wie sehen sie also aus? Und sie sind wie wir. Aber anders. Und sie haben seltsame Outfits. Glaubst du, wir können was gegen diesen Leviathan unternehmen, Jill?
Ich glaube, ich krieg doch immer zu viel weg. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe das ihn getötet. Sonst hätte ich das nicht. Wärst sogar noch wütender zurückgekommen. Vielleicht ist er ein anderer Leviathan. Nein, das ist definitiv derselbe. Er hat eine Wunde vom Kern. Also ein harter Brocken. Und was jetzt? Irgendwelche Ideen? Ich kann den Kern nicht über die ganze Mauer mit mir herumtragen. Nun, um etwas dagegen zu tun, muss ich mich eingehend damit befassen. Und da du den Kern erwähnt hast, ich bin in die technischen Daten durchgegangen, die du dort gefunden hast. Und ich glaube, ich könnte eine Spionagedrohne bauen, die den Leviathan unauffällig bis zu seinem Versteck verfolgen kann. Ganz weit oben. Auf diese Weise können wir mehr Informationen darüber sammeln und vielleicht eine Schwachstelle entdecken. Danke. 40.000 habe ich angesammelt. Das würde für ein Upgrade reichen. Die Entfernung würde weiter sein. Ressourcenverstärker würde mir auch mehr Reichweite geben. Aber ich kann mir, glaube ich, nur einen davon leisten. Aber ich nehme den Seismiker, weil der deutlich mehr macht. Und die Turbine upgraden. Ich kann mich entscheiden, ob ich jetzt weiter das Hauptspiel spiele oder die DLC befeuere. Alter, überspringen das Ganze. Ich habe nämlich das Spiel neu gestarten müssen, damit er weitermacht. Ne? Das ist einfach abgeschmiert. Zumindest vermute ich das. Die haben gleich ein ganzes Dorf da unten gepflanzt. War das eben auch schon da? Zwei Anomalien. Torpedobohreinheit Level 4. Schieß einen Biomorph-Torpedo ab. Das wird definitiv sehr praktisch sein, wenn ich weiter Mining betreibe. Unterbrechungsgenerator gefunden. Ein tragbarer Generator. Wunderbestens.